So, willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda in einer neuen Aufnahme. Ich habe offscreen mal mein Inventar ein bisschen sortiert, dass wir jetzt wieder Platz haben. Ich habe einfach nur alles, was ich doppelt hatte oder in bessere Ausführung verkleinert. Wo ist der Nomad? Da vorne muss ich. Ich glaube, ich muss mir einen neuen. Ach nee, ich hatte den da hinten ja geparkt. Ich hole mir einen neuen. Das ist mir zu stressig, den da rauszufahren. So, wir haben ultra viel zu erledigen. Ich würde sagen, wir fangen mit den. Machen erstmal hier, platzieren die Medizin, also füllen die medizinischen Vorräte wieder auf, damit der Widerstand sich da bedienen kann. Auf dem Weg können wir dann noch die Matrix mitnehmen, den Außenposten hier. Und was auch immer das da für eine Mission ist. Syrien von Eroes kreisen. Ah, okay. Und da sollen wir die Wissenschaftler retten. Na, dann haben wir ja einiges zu erledigen. Ausstattung muss ich nicht. Ich will den Nomad. Hi. Bin zu faul, die 5 Meter zu laufen. So. Welcher von denen ist denn der Richtige? Der, der in der Mitte ist. Also der da. Könnten dann. Vielleicht mache ich diese Aufnahme auch noch den. Die Cat-Anlage. Mal gucken. Was wir auf jeden Fall machen muss, ist, wir haben auch noch ultra viele Sachen, wo wir Zeug sammeln müssen. Okay, ich sehe keine Cat. Ich weiß auch überhaupt nicht, welche dieser Lager wir schon gemacht haben. So ein kleines Symbol auf der Map. So, ich glaube, hier waren wir aber schon, oder? Na komm. Ja, hier waren wir ziemlich sicher schon. Was war das? Nichts, was ich scannen kann. Also zurück in den Nomad. Und dann in diese Richtung. Dann ein bisschen Stoff geben. Ich hoffe, wir kommen da hoch. Moment mal. Was ist das? Einfach nur eine Eishöhle ohne. Einfach nur eine Eishöhle. Langweilig. Ich frage mich, warum wir nie Fahrzeuge der Cat sehen. So, ah, hier hoch kriegen wir hin. So. Und jetzt ist doch der hier näher. Ah ja, hier sind die medizinischen Vorräte. Da. Sie nähern sich eine medizinische. Ja. Eines erledigt. Bleiben noch zwei. Kriegen wir alles geregelt. Alle erwischt. Nein. Das ist ein Hinterhalt der Cat! Wo denn? Was? Das hat nicht getroffen. Haben die hier nur Pirscher abgeladen? Keine normalen Soldaten. Guten Tag. Der Herr. Ah, ein bisschen rumgezogen. Sie hatten vermutlich mit jemandem gerechnet, der verletzt ist oder im Sterben liegt. Und haben genau das bekommen, was sie verdient hatten. Gute Sache. So, ups. Ich wollte aber ganz kurz noch meine Fähigkeiten wechseln, denn wir haben neue Profile freigeschalten. Ich wollte mal auf Infiltrator wechseln, denn mehr Präzision, mehr Stabilität, Tech-Aufladetempo, und ganz viel anderer Kram. Außerdem getarntes Ausweichen. Während des Ausweichens wird kurz ein Tarngerät aktiviert. Und das klang ziemlich nice. Und dann können wir auch noch skillen, wenn wir schon dabei sind.
29 Punkte. Was wollte ich denn skillen? Ich glaube, ich hatte irgendwas bei Biotik. Kampf. Ah genau, ich wollte Pistolen durchskillen. Magazinkapazität, Nachladezeit, Magazinkapazität. Pistolenschaden, Präzision und Stabilität um 20%, wenn beim Zielen die Schießen die Zielenfunktion nicht eingesetzt wird. Ich ziele eigentlich immer. So. Jetzt wollte ich wollte aber noch irgendwas mit Biotik mal machen. Was war Nova? Was macht Nova? Ach, das ist Schaden um mich rum, das ist nicht so geil. Auslöschung. Kann ich zwar nicht machen, aber... Gegenschlag. Erzeugt eine nach vorne ausgerichtete biotische AE-Gesbarriere, die die meisten Projektile reflektiert, den Schaden anderer gegnerischer Angriffe reduziert. Eine gut koordinierte Aktivierung unterbricht Nahkampfangriffe. Also kann ich auf Gegner zugehen. Das ist, wäre ganz praktisch. Barriere hätte ich gerne. Lanze. Verwüstet ein kleines Gebiet in einem rasch geworfenen Energiestrahl, verursacht Schaden an Schwachpunkten des Gegners, wird verkopft und zündet Combo-Primer. Quasi so ein Wegwerfen. Das wäre natürlich ganz geil. Eindämmer verbessert die Kontrolle des Biotikers über Masseneffekte und ermöglicht unübertroffene Manipulation von Gegnern und Objekten. Ermöglicht einem Biotiker die Schadensmaximierung gegen Gegner, und zwar sowohl direkt als auch indirekt. Würde ich sagen, ich nehme mal die Lanze und skill die mal hoch. 10, 20 Schaden, 10 Stärke, 100% Schaden. Radius, das kriegen wir danach. Nee, Schaden gegen Schilde will ich dann haben. Und dann 20% Schaden oder Schildkosten. Lanze hat keine Aufladezeit verbraucht, aber beim Benutzen Schilde. Oh nein, auf gar keinen Fall. Dann nehme ich den Radius, den Anti-Schild. Dann als nächstes nehmen wir zu Bodenschleudern. Und packen die Lanze dann auf da, wo Überlastung ist, hin. Perfekt. Okay, bestätigen. So, Experte freigeschaltet. Neues Profil Wachender Verteidiger, Wächter. Neues Profil Frontsoldat. Neues Profil Entdecker. Okay, was haben wir denn jetzt an Profilen? Oh, wir haben einiges bekommen. Experte, Wächter, Frontsoldat, Infiltrator, Entdecker. Schaden, Tech auf Biotik, Kräftewiederherstellung, Verteidigung. Beim Ausweichen legen sie schnell eine kurze Entfernung zurück. Durchdringen dabei anscheinend sogar feste Materie. Okay. Ich bleib erstmal bei Infiltrator. Ja, das ist doch ganz witzig. Ich glaube zwar nicht so sinnvoll, aber es ist witzig. So, auf zum nächsten. Jetzt haben wir erstmal direkt vor uns den Erinnerungsauslöser und dann müssen wir weiter in die andere Richtung. So, der müsste hier irgendwo sein. Da oben sehe ich ihn schon. Perfekt, das ist der letzte. Jetzt müssten wir eine weitere Erinnerung freischalten. Wenn es so läuft wie bisher. Hallo, Erinnerungsauslöser. Noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Ja, das dachte ich mir. War klar, dass wir jetzt eine bekommen. Wäre sonst etwas seltsam. Da ist wieder ein Landungsschiff. Da vorne sind Kettenmaschinen. Ja, ja. Das Gegner werden mir jetzt rot hervorgehoben. Dead. Ich
habe jetzt einen Wallhack? What the fuck? Ist ja richtig übertrieben. Wo steht drin, dass ich einen Wallhack habe? Das muss ich mal ganz kurz rausfinden. Infiltrator. Infiltratoren sind Tech- und Kampfspezialisten, die sich üblicherweise auf präzise Treffer- und Ausweichmanöver konzentrieren. Dieses Profil verbessert Ryders Denkprozess und Sehschärfe, damit er seine Gegner in einem chaotischen Kampf besser im Blick halten kann. Das ist das wahrscheinlich. Beobachten Sie Gegner durch Wände hindurch, wenn Sie ein Zielfernrohr benutzen. Netter Schuss! Alter! Ist das OP? Ganz schlechte Position. Auch wenn ich den zweiten daneben gesammelt habe. Ich meine, guck mal, ich sehe jetzt einfach, wo die sind. Das ist doch ultra unfair. Bye. Bye. Wir müssen unsere Angriffe koordinieren. Nee, müssen wir nicht. Ernsthaft? Den haben wir gezeigt. Rennt er durch die halbe Map und dann duckt er sich nicht mal richtig. Guten Tag. Gibt es nichts für mich zu holen, oder? Nein. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Das Dashen ist nicht mehr so ohrenbetäubend laut, das finde ich gut. So, und ich glaube, wir müssen in diese Richtung. Weil ich aber sagen würde, wir holen uns vorher da hinten noch den... Falls die Relikte da drin aktiv sind, sollten wir sie ausschalten. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Und was Verdammt. Ist das hier? Das ist nur noch ein rauchendes Loch. Ah, das war wohl mal... Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Das hier war wohl mal eine der Siedlungen... Wie hat der das überlebt? Erschlage den Schuss! Kette an sich! Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Da kommt noch mehr, Cat! Da kommt noch mehr, Cat. Sehe ich nicht. Wie weit geht das? Aber die Turianer beschützen. Na? Geht es Ihnen gut? Hören Sie, ich weiß nicht, wie Rojek Sie dazu gebracht hat, uns zu helfen. Aber er hat Sie belogen. Astra, nicht. Ach, halt die Klappe. Rojek ist ein Schmuggler von Kedera, genau wie wir. Wir kamen hierher, als wir von den Cat-Angriffen auf die Dörfer hörten. Er will die antike Karte von Volt an den Meistbietenden verkaufen. Sie ist ein Vermögen wert. Okay. Das ist, Von allen miesen Möglichkeiten, ein paar Credits zu verdienen. Sie bestehlen meine Leute, nachdem sie alles verloren haben? Ich habe mich umentschieden. Oder etwa nicht. Okay, also. Wieso erzählen Sie mir das? Als ich hier ankam, als ich sah, was die Cat diesem Ort angetan haben. Diese Leute müssen schon genug durchmachen. Auch ohne, dass ihnen Plünderer das wenige stehlen, das ihnen noch geblieben ist.
Ich will, dass sie die Karte zum Widerstand bringen. Dort wird sie wenigstens einem guten Zweck dienen. Und was ist mit Rojack? Er ist kein übler Kerl, sondern hat einfach manchmal dumme Ideen. Wenn wir ihm von diesem Ort erzählen, wird er es verstehen. Gehen Sie also nicht zu hart mit ihm ins Gericht, okay? Bringen Sie dem Widerstand einfach die Karte. Okay. Ich werde trotzdem mal mit ihm reden. Er hat mich belogen und diese Sache dadurch zu etwas Persönlichem gemacht. Wir werden also eine kleine Unterhaltung führen. Naja, ein Versuch war es wert. Auf jeden Fall danke ich Ihnen. Ja, tut mir aber leid. Ich werde ihm auf jeden Fall nicht die Karte geben. Was ein Assi. Plündern ist echt das Letzte. Ich meine, gut, wir plündern auch ohne Ende. Jetzt gerade. Aber halt keine... Irgendwie nur Schrott nehmen wir mit. Zur Wiederverwertung. Also garantiert nichts, was die Leute hier gerade noch brauchen. Oder wichtige Kulturgegenstände. Ich mag das mit dem Tarn. Das ist cool. So. Hier ist aber irgendwo noch dieser... diese Kiste. So, okay. Da ist noch ein Fragezeichen. Das ist wahrscheinlich die Tempelanlage. Okay. Die Frage ist, die noch hier unten? Tja. Okay. So, ich muss ja ganz kurz noch was checken. Entschuldigung. Irgendwo soll hier guter Loot sein. Na komm. Was ist der gute Loot? Das da ist der gute Loot. Ja, das war der gute Loot. Aber ich lass mich nicht gerne... What? Ich hab's da reingeschafft. Ich lass mich nicht gerne anlügen, deswegen... werden wir uns mal mit unserem Schmugglerfreund unterhalten, dass er das in Zukunft gefälligst sein lässt. So, wo ist denn... Wo ist das? Es ist doch da unten, weil ich war doch gerade da unten drin. Wunderschön geparkt. Oh. Alles okay? Sie hat viel Blut verloren. Ich konnte die Blutung nicht stoppen. Die Vorratskiste war leer. Das kriegen wir hin. Wir haben die Vorräte bei uns. Lassen Sie sie im Lager, dann kann ich mich selbst versorgen. Sie müssen auch die anderen Notfalllager wieder auffüllen. Ich bin bestimmt nicht die Einzige, die dringend Hilfe benötigt. Sicher, dass wir dir nicht helfen sollen. Was ist Ihnen zugestoßen? Meine Patrouille hat eine Karawane mit Proben aus Ijara eskortiert. Die Cat haben uns überfallen. Sie haben die Fracht und einige der Wissenschaftler mitgenommen. Alle anderen haben sie getötet. Ich habe mich totgestellt. Das hat mir das Leben gerettet. Ein Akt der Feigheit. Das ist nicht feige. Das ist ziemlich klug. Sie haben gekämpft, um ihre Leute zu beschützen. Und sie haben sich blutend hierher geschleppt in der Hoffnung, schon bald weiterkämpfen zu können. Ich sehe hier nirgendwo einen Feigling. Danke. Es war sehr kurz, aber ich muss mich leider auf den Weg machen. Ich hoffe, du kriegst das hin. Wenn es Ihnen gut geht, mache ich mich jetzt auf den Weg. Ja, gehen Sie. Vielen Dank und Enzala Venjuri, wer auch immer Sie sind. Ryder. Ryder, ich werde mich daran erinnern. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder, Ryder. Nett, hier. Medizin. Damit hätten wir schon zwei. Ja. Unglaublich, warte mal, da war noch was, oder?